Du bist ja da nicht in einer Bonnie-Ranch. Du musst schon ein bisschen Gas geben hier am Wettbewerb. Bis dahin habt ihr es alle geschafft. Und jetzt entscheidet, wer von euch ins Finale kommt. Die zweite Aufgabe: ein Fleischgericht. Basiert auf drei Pflichtprodukten: Schweizer Boulet, Mais und Raps. Der hat genau 2 Stunden Zeit. Aber nützen sie den auch. Seid ihr bereit? Die Zeit läuft ab jetzt. 8 junge Spitzenköche. Sie sind talentiert, ambitioniert und bereit, ihr Können zu zeigen. Alle haben sich minutiös vorbereitet. Alle wollen mit ihrem Fegi- und Fleischgericht die Jury überzeugen und Trophäe gewinnen. Das ist der Goldene Koch, der renommierteste Kochwettbewerb der Schweiz, moderiert vom Spitzenkoch Ivo Adam. Ja, nach dem vegetarischen Gericht haben sie jetzt mit dem Fleischgericht nochmal die Chance, die Jury zu überzeugen. Und zwar, wie sie die Pflichtzutaten haben zubereitet, wie die Harmonie im Geschmack ist und wie es das Ganze präsentiert. Das Auge isst mit. Einer der Kandidaten kommt direkt aus dem Spital. Christoph Bier ist Küchenchef im Spital Riggisberg. Dass der 32-Jährige nicht in einem Restaurant kocht, hat mit der Familie, den beiden kleinen Kindern, zu tun. Es geht so schnell, dass ich ehrlich wirklich mir die Zeit möchte nehmen möchte. Für die Kinder vor allem, ja, ich sage immer, so ein bisschen in der Schule sein. Es ist so eine kurze Zeit und dann sind sie sowieso fast nicht mehr daheim. Dass er ein Familienmensch ist, das bestätigt sein Schwager, der Luca. Er wird alles für seine Kinder machen, alles für seine Frau machen. Das keine Frage, die stehen wir an erster Stelle. Der Luca ist ebenfalls Koch, dank Christoph. Zu hören, dass der Freund von meiner Schwester Koch ist, das hat mich schon mal auf einen Gedanken gebracht, auch Koch zu sein. Und das habe ich dann einfach weitergeführt. Vielleicht ist der Luca ja auch mal Kandidat beim Goldenen Koch. Der Christoph hat sich das zuerst gar nicht zugetraut. Und dann hat es mal meiner Frau erzählt, davon. Und dann hat sie gesagt, ja, mach mit. Und gesagt, nein, das ist nicht für mich. Und ja, sie sagt, wow, sicher, du machst jetzt mit. Ja, weißt, das ist eine komplett andere Liga, als ich normal koche. Und sagt, du machst jetzt mit. Jawohl, du machst jetzt mit. Seine Frau unterstützt ihn zu 100%. Sagt aber auch, wenn es mal zu viel Goldiger Koch ist. Jetzt ist gut, jetzt haben sie es dann genug gehört, was man noch könnte und sollte und tut und so. Jetzt ist es klar ein dominantes Thema, wo er so viel wie möglich lernen und für die Zukunft mitnehmen möchte. Vom Wettbewerb erwarte ich sicher eine grosse Weiterentwicklung für mich persönlich. Christoph. Salut, Ivo. Das ist für dich so ein richtiger so Jungfernritt. Das erste Mal mit einem grossen Wettbewerb. Ja. Wie fühlst du dich? Bis jetzt gut. Macht Spass. Das ist eine coole Sache. Schön. Was hast du selber gelernt in dieser Zeit, in dieser Vorbereitungszeit? Organisation. So ein bisschen Know-how. Mehr weiterentwickelt. Massiv, denkt es mir gerade. Schön. Ja, der Prozess, definitiv. Der Prozess, so von einer anderen Sicht das Ganze anzuschauen. Wo immer wieder irgendetwas Neues noch ein bisschen ausdüfteln, da noch ein modifizieren. Ja. Und genau für ein Gericht solange der Gring beieinander habe ich noch nie. Apropos Gring beieinander haben. Also du bist schon denen allen etwas vor. Du hast eine Familie. Absolut. Und 2 Kinder. Genau. Und die verlangen auch Zeit. Ja. Hast du sie integriert in die Probeläufe? Oder wie hast du es gemacht? Ich bin froh, weil sie im Moment Eigwaren essen, meine Kinder. Okay. Von dem her. Doch, mein Junior hat am liebsten Hörnchen mit Käse. Ja, machst du nichts falsch, oder? Okay. Also genau. Du hast auf Sparflamme, genau. Für dass der Papi so richtig Gas geben kann. Ja, absolut. Okay. Ja. Und deine Frau, wie hat sie dich unterstützt? Das ist auch immer noch das Entscheidende, oder? Ja, mental. Mental? Mental ganz wichtig. Sie hat mich überhaupt dazu gebracht, hierher. Sie hat gesagt, okay. Du machst jetzt mit. Ja. Sie hat mir den Rücken frei, dass ich jetzt hier sein kann. Sie schaut zu den Kindern daheim. Schön. Von dem her, also. Ja. Genau. So eine Koch wie du funktioniert nur mit einer starken Frau. Absolut. Das geht mir genau gleich. Genau. Schön. Eine starke Frau und ein gutes Team und ein Chef, der unterstützt. Und jetzt nimmt sie Wunder vom Chef. Jetzt schaust du, darum der Chef ist schon immer ganz oben und schaut oben runter. Was hast du alles gesehen? Also ich sehe, dass der Krigo sehr gut unterwegs ist. Er ist heute sehr ruhig. Er macht das tiptop. Er ist wahnsinnig gut in der Zeit. Ich bin mächtig stolz auf ihn, was er da heute abliefert. Dem allem ist viel Training vorausgegangen in der Spitalküche in Riggisberg.
Hast du mir noch schnell den Anker über den Rosmarin? Er wäre in der obersten Schublade. Der Anker. Merci. Und los geht's mit dem Fleischgericht und den Pflichtzutaten Schweizer Poulet, Mais und Raps. Der Christoph hat sich für einen Coco-Vin im Schweizer Poulet-Brustring mit Rapsamen entschieden. Dazu serviert er Pinot Noir-Soße, eine Mais-Trilogie aus Bramata-Polenta, Maiskörner und Popcorn und ein Schalottenpüree mit abgeflammten Schalotten als Deko. Sein Lieblingsschritt in dem ganzen Prozess ist das Schmoren. Ja, das ist eben das, was ich wirklich sehr gerne mache. Ich finde Schmoren, Fleisch oder Geflügelgerichte sehr geschmacksintensive Zubereitungsart. Und das ist schon das, was mir sicher am meisten liegt. Der Spritzsack liegt ihm weniger. Ja. Er schafft es. Die Poulet-Farce ist in der Form. Die Form im Ofen. Und nach ein paar Minuten... Es hornet. Genau. In der Zwischenzeit ist auch der Coco-Vin, das geschmorte Poulet, so weit. Ich mache eigentlich fast ein wie ein Pulled Chicken daraus. Das Pulled Chicken kommt in den Poulet-Ring rein. In seiner Führungsaufgabe ist Christoph wichtig, dass sie als Team in der Spitalküche unterwegs sind. Für mich ist das ganz klar der Weg, den ich auch gehen will. Für meine Leute zu motivieren. Ich gebe sehr gerne mein Wissen weiter. Alle Leute, sobald es irgendwie, wenn ich etwas habe gesehen habe, was ich wieder neu ausprobieren will, dann probiere ich es aus. Und ich mache es mit oder erkläre dann, was ich gemacht habe oder was auch immer. Und ich bin dann nicht irgendwie, dass ich das alles nur für mich behalte oder so. Sondern das ist mir ein grosser Aspekt, dass wir unseren Job alle fördern können. Mittlerweile hat er alles beieinander. Der gefüllte Poulet-Ring, die Mais-Trilogie und das Schalottenpüree. Jetzt geht es ans Anrichten. Ja, das stimmt. Dann aber klappt es wie am Schnürli. Im Halbfinal gibt es einen Dämpfer für den Christoph. Dein vegetarisches Gericht ist bei der Jury nicht so gut angekommen. Okay. Was machst du jetzt, dass du da noch einen draufsetzen kannst? Hier noch mehr Gas geben. Und was heisst das? Geschmack, schauen, dass der Geschmack gut ist. Geschmack ist so und so. Und vor allem auch vom Anrichten her die Präzision. Und wenn ich da jetzt auf deine Maiskäubeli schaue, dann ist das vielversprechend. Sehr gut. Du hast auch einen Garten daheim, einen grossen. Ja. Ist so frische für dich, das frische Versprechen, spürt das die Jury auf dem Dauer? Ja, ich hoffe schon, ja. Jetzt sagen wir gut mit dem fermentierten Mais, wo absolut, ja. Nimm noch mehr, genug. Was dann noch das Pürelli auch noch daraus gibt. Fermentierte Mais. Gibt wie schöne bist du auf die eigentlich aus der Not in dem. Ja, ich habe geschrieben, ja, 90% Schweizer Produkt. Und irgendwann ist mir Sinn gefallen, dass es im Januar auch kein Mais gibt von Schweiz. Dann okay. Dann und dann hast du schnell haltbar gemacht. Genau, ich denke, fermentieren. Gibt aber dafür auch noch geile Geschmack dazu. Also das ist wirklich so... Also Win-Win. Ja, genau, aber das ist wirklich so für dich. Ist wirklich so, regionale, nationale Küche ist für dich ganz, ganz weit oben. Und du sagst es nicht nur, sondern du machst es so. Ja. Jetzt aber Gas geben. Beim Publikum kein Zweifel, dass es der Christoph zeitlich nicht schafft. Ich hoffe, dass er genug Zeit für einen Wettbewerb eingesetzt hat. Da bin ich mir sicher. 100%. Gut, also, dann fieben wir mit. Der liefert ja schon fast ab. Super Zeit. Genial. Viel Vergnügen noch. Jetzt geht es an den letzten Schliff.
geschafft. Das Menü und der Koch. Es war streng. Ja, das hoffe ich doch. Du bist ja da nicht in einem Bonnie-Ranch. Du musst doch ein bisschen Gas geben hier am Wettbewerb. Definitiv. Hat der Christoph genug Gas gegeben oder galoppiert ihm die Konkurrenz davon? Mehr Fleischgericht und der Entscheid der Jury zu den Kreationen der Nachtspitzenköche sehen Sie auf blick.tv und blick.ch. Und in der nächsten Episode... Ernest. Oui. Ça marche bien. Pour le moment. Pour le moment. Après, on sait jamais.